Herzlich willkommen im Neandertal-Museum zu einem kleinen 360-Grad-Rundgang durch unsere Ausstellung. Kommt mal mit mir mit. Das Neandertal-Museum befindet sich mitten im Neandertal und ist schon deutlich älter als dieses Gebäude, in dem wir uns heute befinden. Dieses Gebäude wurde 1996 eröffnet. Das Neandertal ist benannt nach diesem Herrn hier, Joachim Neander, Theologe, der in Düsseldorf gelebt hat. Der ist seinerzeit immer wieder in dieses Tal gekommen, weil er Gottes Schöpfung so nah wie möglich sein wollte. Er wollte sich in seiner ursprünglichen Umgebung hier Inspiration holen. Das Neandertal, das verändert sein Aussehen Mitte des 19. Jahrhunderts extrem. Die riesigen Kalksteinklippen, die die Düssel eingefasst haben, zum Teil an die 60 Meter hoch, wurden weggesprengt. Im Jahr 1856 erhielten zwei italienische Bergarbeiter den Auftrag, in die sogenannte Kleinfeldhofer Grotte einzusteigen und den Lehm aus dieser Grotte herauszuschaufeln. Dabei fanden die beiden Knochen. Die Knochen wurden nicht beachtet, sind achtlos ins Tal geschmissen worden und wurden von dem Besitzer des Steinbruchs durch Zufall entdeckt. Der dachte, das sind die Knochen von einem Höhlenbären gewesen und hat sie einsammeln lassen, um sie einem befreundeten Biologielehrer, Johann Karl Fulrott, zu geben. Er hat sich diese Knochen angeschaut und hat festgestellt, das sind gar nicht die Knochen von einem Höhlenbären gewesen, sondern die Knochen einer komplett neuen Menschenart, dem Neandertal. Eine Rekonstruktion dieser Knochen liegt in einer Vitrine, die wir uns jetzt mal anschauen. Die Originalknochen liegen im Landesmuseum in Bonn. Wir haben hier eine Rekonstruktion dieser Knochen. Und wenn man sich diese Knochen mal betrachtet, dann sieht man, es wurde damals nicht viel gefunden. Es wurden ein paar Knochen der Extremitäten gefunden. Es wurde ein Schädeldach gefunden, was einen markanten Überaugenwulst aufweist. Trotz dieser wenigen Knochen konnten Wissenschaftler feststellen, dass unser Neandertaler etwa 50 Jahre alt war zum Todeszeitpunkt und so vor 40.000 Jahren ungefähr gelebt hat. 50 Jahre ist für Neandertaler ein sehr hohes Alter. Und das, obwohl sich dieser Neandertaler seinen linken Ellenbogen gebrochen hatte. Er konnte seinen Arm dadurch nicht mehr vollständig strecken und auch nicht mehr vollständig beugen. Und hat trotzdem ein ziemlich hohes Alter erreicht. Das ist zurückzuführen auf ein ausgeprägtes Sozialverhalten unter Neandertaler. Die kleine Feldhofer Grotte gibt es heute nicht mehr. Die wurde gesprengt. Man hat aber 1997 den Lehmabraum wiedergefunden, der aus dieser Grotte herausgeschaufelt wurde und konnte im Lehmabraum Knochenfragmente finden, die an das Originalskelett passen, das 1856 gefunden wurde. Und man hat noch mehr gefunden. In dieser kleinen Vitrine hier liegen Knochenfragmente, die zu einer weiblichen Neandertalerin gehören, und ein Milchzahn eines Neandertaler Kindes. Wir gehen jetzt zusammen mal ein bisschen weiter in der Zeit zurück und gucken uns mal an, wie einer der wichtigsten Schritte in unserer Evolution entstanden ist. Kommt mal mit mir mit. Evolutionärer Schritt. Und diesen evolutionären Schritt, den sehen wir jetzt hier an diesem formschönen Exemplar eines Australopithecus. Australopithecus afarensis, das ist eine von mehreren Australopithecinenarten. Australopithecus heißt übersetzt Südaffe. Und wenn wir uns die Lucy, den wahrscheinlich berühmtesten Australopithecus, der existiert, mal ein bisschen genauer angucken, dann sieht man schon auf den ersten Blick, sie sieht noch sehr äffisch aus. Ne? Wenn man die so sieht,
dann denkt man im ersten Moment, aha, Schimpanse auf zwei Beinen. Australopithecinen, die sahen vielleicht noch sehr äffisch aus, aber die hatten sich schon sehr stark in ihrer Anatomie verändert. Und eine entscheidende Veränderung, die sieht man eben, wenn man sich mal ihre Füße anguckt. Affen haben Greifzehen. Die können damit super, super gut klettern. Schimpansen zum Beispiel, da sieht man das sehr gut, wenn man die schon mal im Zoo gesehen hat oder in einer Dokumentation, da kann man das beobachten. Bei Australopithecinen ist das anders. Die haben genauso einen modernen Fuß, wie wir den haben. Die haben sich eben schon an dieses dauerhaft aufrechte Laufen sehr gut angepasst. Tja, und aus diesen Australopithecinen entwickeln sich so vor 2,8 Millionen Jahren ungefähr die ersten Vertreter der Gattung Mensch, zu der wir eben auch gehören. Wir entwickeln uns dann so vor 300.000 Jahren ungefähr in Afrika, verlassen den afrikanischen Kontinent und treffen im Bereich des heutigen Israel das erste Mal auf unsere ausgestorbenen Cousins, die Neandertaler. Die sind nämlich nicht in Afrika entstanden, sondern in Europa. Naja, und was machen wir? Wir hauen uns nicht gegenseitig auf die Rübe, wir machen genau das Gegenteil, wir pflanzen uns miteinander fort. Und so ist es heute eben so, dass jeder Mensch außerhalb Afrikas einen kleinen Teil Neandertaler, der in seinem Genom trägt. Wenn man so einen Neandertaler in einen Anzug stecken würde, dann würde der den meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht auffallen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, viele unserer Museumsbesucher, wenn die hier sind, die laufen im ersten Moment an unserem Mr. 4%, unserem Neandertaler-Anzug, einfach vorbei. Den fällt er erstmal gar nicht auf. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, es ist eine Dermoplastik, es ist eine Figur, die wir hier haben. 4% aus dem Grund, weil jeder Mensch auf der Welt außerhalb Afrikas, nördlich der Sahara, etwa 1-4% Neandertaler-DNA in seinem Genom trägt. Das heißt, die Kinder, die aus diesen Kreuzungen zwischen Neandertalern und uns entstanden sind, die waren zeugungsfähig, die konnten sich fortpflanzen. Deswegen finden wir eben heute diesen kleinen Teil Neandertaler-DNA in unserem Genom. Tja, und so wissenschaftliche Institute wie das Max-Planck-Institut in Leipzig, die forschen fleißig daran, was wir vom Neandertaler überhaupt bekommen haben. Das sind genetische Marker, die unsere Haut- und Haarfarbe beeinflussen können. Das sind genetische Marker, die Dicke unserer Haut beeinflussen, Teile von unserem Immunsystem und noch vieles weitere. Was da noch so kommt, das wird eben die Zeit zeigen.